Wenn ihr euch für das Thema Holzbearbeitung interessiert, dann müsst ihr euch auch mit dem Thema Bohren beschäftigen und genau darum geht es in diesem Video, also bleibt dran. Auch die besten Akkuschrauber machen irgendwann schlapp und die besten Bohrer werden irgendwann stumpf. So war es auch bei mir. Nach gut 9 Jahren hat mein kleiner Festool-Schrauber den Geist aufgegeben. Motor und Akkus sind hinüber, also nichts mehr zu retten. Es stand also eine Neuanschaffung an. Außerdem waren auch einige meiner Bohrer wirklich stumpf. Auch da musste Ersatz her. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mir da gekauft habe. Denn das weicht so ein bisschen von dem ab, was ich sage mal, viele andere YouTuber verwenden. Das hat bei mir den Grund, dass ich nicht gesponsert werde. Also alles, was ich euch hier zeige, ist ganz regulär im Handel gekauft. Da ist nichts gesponsert, nichts zur Verfügung gestellt. Keiner bezahlt mich hier für dieses Video. Und das ist bei anderen YouTubern nicht immer der Fall. Deswegen seht ihr da so mittlerweile einen Einheitsbrei. Bohrer und Fräser sind von ELT, Akkuschrauber von Bosch und so weiter und so weiter. Forstner Bohrer von Pharmac. Und alles ein Einheitsbrei, das ist bei mir nicht der Fall, da ich eben keine Sponsoren habe, kaufe ich wirklich das, was zu meiner Anwendung am besten passt und was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und wie gesagt, darum geht es in diesem Video. Ein bisschen vom Mainstream abweichend mal ein paar Produkte gezeigt. Also wie gesagt, das war der kleine Festool-Schrauber, den ich sehr gerne benutzt habe. Einer meiner Akkuschrauber. Das ist einer aus der ersten Serie, man sieht ihm das Alter auch schon an und ich war mit diesem Gerät immer sehr zufrieden, gar keine Frage. Und zu der Zeit, als der rauskam, war es einer der wenigen Schrauber mit solchen Wechselköpfen. Ja, aber mittlerweile ist die Auswahl von solchen kleinen Schraubern wesentlich größer geworden. Ich habe mich umgeschaut und bin dann letzten Endes bei dem Metabo Powermax gelandet. Ich habe euch auch alle Sachen, die ich euch heute zeige, verlinkt. Der hat ebenfalls diese Wechselaufsätze. Er ist kompakt, hat 10,8 Volt und er kommt mit verschiedenen großen Akkus. Den kriegt ihr in verschiedenen Zusammenstellungen. Ich zeige euch gleich noch einen zweiten. Zweiganggetriebe, schön handlich und für den Möbelbau vollkommen ausreichend. Ihr kriegt auch hier so einen kleinen Aufsatz, wo ihr direkt die Bits reinstecken könnt. Und natürlich auch einen Winkelvorsatz. Der ist sehr oft sehr praktisch, wenn es mal eng wird. Also im Prinzip hat er alles, was der CXS vor 9 Jahren auch hatte, aber zu einem wesentlich besseren Preis. Also ich persönlich finde bei dem Metabo-Schrauber hier das Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich besser als bei dem Festool. Beide sind hervorragende Schrauber, keine Frage, aber ich mag diesen kleinen Powermax hier sehr gerne. Und ganz interessant ist, dass die Festool-Bohrfutter auch hier drauf passen. Also wenn ihr gerne Centrotec-Werkzeuge benutzt, aber eben keinen Festool-Schrauber kaufen wollt, dann könnt ihr das hier mit dem kleinen Metabo auch machen. Den habe ich jetzt vor einem halben Jahr etwa angeschafft. Seitdem ist er bei mir im Gebrauch, fast täglich und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem kleinen Kerl. Und deswegen habe ich mir jetzt auch einen zweiten gekauft und ich kann euch also zeigen, wie das Ding neu aussieht. Wie gesagt, ihr bekommt ihn in verschiedenen Zusammenstellungen. Das ist jetzt die Variante, die ich gekauft habe. Zum zweiten Mal jetzt. Da habt ihr dabei einen Schrauber mit einem 2 Ampere Akku. Ein 4 Ampere Akku, der hat dann auch eine Ladestandsanzeige. Ihr habt dabei den Winkelkopf. Ein normales Bohrfutter. Und das Ladegerät. Und das alles bekommt ihr je nach Händler für weit unter 200 Euro. Ich habe jetzt knapp 170 Euro bezahlt für alles zusammen. Das Einzige, was ihr noch an Aufsätzen separat kaufen solltet, ist dieser kleine Aufsatz hier. Der ist wirklich praktisch als Bithalter und der funktioniert auch hervorragend. Also wie ihr seht, Preis-Leistung ist hier wirklich super. Und seit einem halben Jahr nutze ich den Schrauber und bin damit sehr zufrieden. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe auch einiges an Bohrern neu kaufen müssen, weil die einfach stumpf waren. Und ich hatte bisher diese Holzbohrer hier.
relativ unbekannter Hersteller, aber Preis-Leistung ist super. Sind von Bohrkraft. Ich habe euch den Hersteller verlinkt. Ihr müsst etwas danach suchen. Die habe ich, man sieht noch den Preis, mal für 13 Euro gekauft. Das ist vollkommen okay. HSSG-Qualität in den meistbenötigten Größen von 3 bis 10 mm. Alles in Ordnung. Die haben lange funktioniert. Jetzt wollte ich aber mal einen anderen Satz haben. Und ich habe mich umgeschaut nach Bohrern mit 0,5 mm Abstufung. Und habe die hier gefunden. Die sind von der Firma Fisch. Auch eher unbekannt. Wenn ihr mal genau schaut, es gibt auch einen ähnlichen Satz von ENT. Die Bohrer sehen genauso aus. Die Bohrerkassette sieht genauso aus. Wer jetzt wirklich der Hersteller ist, kann ich euch nicht sagen. Da ich aber ENT inzwischen nicht mehr ganz so sympathisch finde, wie das mal war, habe ich sie halt von der Firma Fisch gekauft. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer nun letzten Endes der Hersteller ist. Ob das ENT ist oder Fisch oder ganz jemand anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall bohren die sehr gut, fangen bei 1 mm an, das wird man kaum brauchen, und gehen bis 13 mm in 0,5 mm Abstufung. Also hier seid ihr wirklich für alles gerüstet. Der Satz kostet allerdings etwas mehr als der hier. Auch den, da habe ich euch den Hersteller verlinkt. Dann waren neue Forstner Bohrer fällig. Auch da habe ich mich für Fisch entschieden. Ich hatte ja in der letzten Zeit auch 2, 3 Pharmac-Produkte mir mal gekauft und war von denen sehr enttäuscht. Die Fischbohrer habe ich als Forstner-Bohrer schon längere Zeit im Einsatz. Da habe ich mir welche einzeln gekauft. Und deswegen fiel meine Wahl jetzt auch auf den kompletten Satz von Fisch. Und die machen einen guten Eindruck. Und was ich ganz interessant finde, ist die Form des Schaftes. Der ist nämlich nicht rund, sondern ist so abgekantet, dass er genau in ein Bohrfutter reinpasst. Die Backen des Bohrfutters spannen also auf geraden Flächen. Und dadurch kann sich der Bohrer nicht verdrehen im Bohrfutter. Ich werde auch gleich noch Probebohrungen machen, dann seht ihr, wie die ganzen Bohrer so arbeiten. Was mich bei den Bohrmax etwas stört, hier habe ich einen 20er Bohrmax von Pharmac, ist, dass sie leichtes Untermaß haben. Das nervt manchmal, aber auch hier ist der Schaft sechskant geformt. Und wie gesagt, mich stört hier einfach das Untermaß, das die Bohrer haben. Wenn ich zum Beispiel eine Schablone baue für einen 20 mm Kopierring und hier mit einem Loch bohre, dann passt der Kopierring nicht rein, weil das Loch minimal kleiner ist. An Metallbohren habe ich eine ganz normale Kassette. Keine Ahnung, wer hier der Hersteller ist. Metall bohre ich nur selten. Also da kann ich nicht mit guten Infos dienen. Wenn ihr da eine wirklich gute Empfehlung habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wenn es um größere Bohrungen geht, zum Beispiel wie mit dem Forstner Bohrer, dann habe ich noch einen größeren Akkuschrauber. Das ist ein DEWALT 14 Volt, auch schon etwa gute 8-9 Jahre alt. Der hält noch ein bisschen durch, aber ich fürchte nicht mehr lange. Und stattdessen habe ich mir jetzt wieder eine Zweigang-Bohrmaschine bestellt. Die kann ich euch bei Gelegenheit mal zeigen. Leider ist die noch unterwegs. Da versagt im Moment gnadenlos der Paketdienst. Die ist schon lange unterwegs. Denn ich möchte nicht so stark auf Akkus zurückgreifen, wie das manch andere tun. Mir reichen diese beiden kleinen Akkuschrauber hier in der Werkstatt. Alles, was größer ist, habe ich da netzbetrieben. Ich habe ja auch noch eine netzbetriebene Bohrmaschine, mit der ich wirklich sehr gerne arbeite. Das ist eine Bohrmaschine von Kress, eine 500 Watt Maschine, ganz handlich, einhülsiges Bohrfutter. Da könnt ihr auch die Kabel einfach einstecken. Ihr könnt verschieden lange Kabel euch dazu kaufen. Das heißt, leider könnt ihr das nicht, da die Firma mittlerweile nicht mehr existiert. Das ist schade, denn die hatten wirklich gute Bohrmaschinen. Also ich bohre noch relativ viel mit dieser netzgebundenen Maschine und bin diesem Akkuwahn bisher noch nicht verfallen. Außer Akkuschrauber, diese kleinen, habe ich keine Akkuwerkzeuge in der Werkstatt. Soviel also erstmal dazu, was ich da benutze. Und jetzt mal Butter bei die Fische, zeige ich euch die verschiedenen Bohrer mal im praktischen Einsatz. Ich habe hier Douglasienholz, also kein wirklich ideales Holz zum Bohren, eher schwierig zum Bohren, aber das ist genau das, worum es geht. Einfach mal zu zeigen, wie verhalten sich die unterschiedlichen Bohrer in diesem wirklich schwer zu bohrenden Material. Mit schwer zu bohren meine ich hier eher, dass es
schnell zu Ausrissen kommt, nicht dass das Holz besonders hart ist. Ja, den Anfang mache ich jetzt mal hier mit diesen günstigen Holzbohrern. Kleine Ausrisse, aber sonst ganz ordentlich, auch schnell genug für mein Empfinden. Jetzt die teure Variante, gleicher Bohrdurchmesser, auch 10 mm. Etwas sauberer und subjektiv würde ich sagen auch etwas schneller, aber beide Löcher sind in diesem Douglasienholz vollkommen okay. Also ihr könnt mit diesen günstigen Bohrern durchaus saubere Löcher bohren. Über die Standzeit der teuren kann ich im Moment noch nichts sagen, die habe ich einfach erst kurz im Einsatz, da fehlen noch die Erfahrungswerte. Mir ging es bei diesen Bohrern eher um die Abstufung in 0,5 mm Schritten. Jetzt das Ganze mal mit den Forstner Bohrern. Ich habe hier noch einen Pharmac Bohrer. Das Loch ist weitestgehend ausrissfrei. Bohrfortschritt war okay. Jetzt im Vergleich dazu ein Bohrer von Fisch, auch 20 mm. Mit dem Bohrer hier von Bormax habe ich bisher nur ganz selten gebohrt, vielleicht 5 oder 6 Löcher. Der ist also so gut wie neu. Das ist der 20 mm Bohrer von Fisch. Der geht deutlich schneller ins Holz und bohrt absolut perfekte Löcher. Also der steht diesen Pharmac Bohrern wirklich in gar nichts nach. Zum Vergleich dazu mal noch ein sogenannter Kunstbohrer. Der hat allerdings schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kunstbohrer haben keine umlaufende Schneide, sind daher nicht dazu geeignet, frei Hand zu bohren oder gar am Rand. Ein Forstner Bohrer hat im Gegensatz dazu eine umlaufende Schneide und mit dem könnt ihr auch am Rand bohren. Der verläuft nur minimal. Würde man natürlich dann mit der Ständerbohrmaschine machen. Wenn ihr das mit einem Kunstbohrer probiert, geht das in der Regel voll in die Hose. Solltet ihr also nicht machen. Wenn ihr im vollen Holz bohrt, seht ihr gleich, ist der schwer zu zentrieren, er verläuft immer gerne ein bisschen. Diese Bohrer sind wirklich nur für den Einsatz in der Ständerbohrmaschine gedacht, nicht für den Freihandbetrieb. Sie sind in der Regel Hartmetall bestückt, sind auch relativ günstig, aber wie ihr seht, nur bedingt für solche Sachen einsetzbar. Also ich denke, mit den Fischbohrern werde ich die nächsten Jahre meine Freude haben, saubere Löcher bohren können und die scheinen gut zu funktionieren. Ja, jetzt wisst ihr also, womit ich meine Löcher hier in der Werkstatt bohre. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich keine Ständerbohrmaschine oder Tischbohrmaschine habe. Ich hatte bis vor einigen Jahren noch einen Wabeco Bohrständer, mit dem war ich nie so richtig zufrieden. Der lief entweder zu stramm oder zu locker, ließ sich schwer einstellen und wie gesagt, hat mich nie so richtig überzeugt. Ich werde aber Ende des Jahres wieder eine Tischbohrmaschine anschaffen. Wahrscheinlich eine von Optimum. In dem Betrieb, wo ich vorher tätig war, hatten wir 2 von den Maschinen, waren immer sehr zufrieden. Also wird meine Wahl auf diese Maschine fallen. Ich habe euch die konkrete Maschine mal unter dem Video verlinkt. Also die ich mir gerne kaufen möchte. Und wie gesagt, es kommt Ende des Jahres. Denn ich muss da noch einen Unterschrank bauen. Ich muss einen Platz für die Maschine finden. Aber sie wird wahrscheinlich nicht oft im Einsatz sein, weil ich relativ selten überhaupt Bedarf für eine solche Maschine habe. Ich fräse sehr viele Löcher. Ich habe den Duodübler für Verbindungen. Viele Löcher müssen auch nicht so exakt gebohrt werden. Also ich habe nur ganz selten den Bedarf für eine solche Maschine. Aber vielleicht
kommt der Bedarf ja auch dann, wenn die Maschine da ist, wer weiß. So viel also zu den Sachen, die ich zum Bohren verwende. Jetzt zum Thema Online-Kurse noch ganz kurz. Da werde ich immer wieder gefragt, wie das jetzt mit dem Herunterladen ist. Ihr könnt seit ein paar Wochen die Videos lokal speichern. Wenn ihr also eine schlechte Internetverbindung habt, ladet ihr die Videos lokal runter, schaut sie dann, wenn sie runtergeladen sind, flüssig durch. Oder wenn ihr kein WLAN in der Werkstatt habt und wollt das Ganze in der Werkstatt schauen, geht das auch, wenn ihr die Videos herunterladet. Herunterladen könnt ihr sowohl bei einem Abo-Modell als auch wenn ihr die Videos bei Vimeo kauft. Das ist jetzt seit etwa 3 Wochen so. Kurse, die vorher gekauft wurden bei Vimeo, lassen sich nicht herunterladen. Das ist schade, ich würde das gerne ändern, aber technisch ist das leider bei Vimeo nicht möglich. Also wenn ihr einen Kurs schon vor längerer Zeit gekauft habt, könnt ihr die leider nicht runterladen. Letzte Woche begann der neue Online-Kurs mit dem Thema Holz im Außenbereich. Da geht es wirklich darum, worauf ihr achten müsst, wenn ihr Holz im Außenbereich verbaut, beispielsweise für Gartenmöbel. Und da werden auch ein paar kleine Projekte gebaut. Und wie gesagt, dieser Kurs ging jetzt diese Woche los. Geht wahrscheinlich über 6 Wochen, also 6 Videos. Nicht ganz so ausführlich wie die anderen Kurse, weil die Projekte auch einfacher sind. Wenn der Kurs abgeschlossen ist, könnt ihr den dann natürlich wieder bei Vimeo kaufen. Aber wenn ihr euch für mehrere Kurse interessiert, dann ist das Jahresabo in der Regel das günstigste, wie ihr an die Kurse rankommt. Alle Infos zu den Online-Kursen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, genauso wie die Links zu den Bohrern und Maschinen, die ich hier euch gezeigt habe. Das sind Links zu den Herstellern, keine Amazon-Links. Also mir ist es vollkommen egal, wo ihr die Sachen kauft. Ich verlinke immer, wenn es geht, zum Hersteller. Ja, das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wie gewohnt um 6 Uhr morgens. Frühstücksfernsehen für Holzwerker. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Geht in eure Werkstatt und habt Spaß dabei.